Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen. Und niemand wird wirklich genau wissen, wo diese kleinen Dinge zu finden sind, die verknüpft sind mit einer Art von Handarbeitszeug, das durch die Verknüpfung verknüpft ist. Miau, wer schaut denn da wieder zu? Ach, du bist das. Ja, moin. Freut mich, dass du wieder da bist. Ich versuche uns mal aus der Perspektive rauszubringen. Ich bin das nicht gewohnt. Ich hatte ja eigentlich... ist das gerade Nacht? Ist es möglich? Nö. Sieht nur danach aus, weil da oben noch Blätter drüber sind. Ja, okay, das muss ich ändern. Okay. Und der Schacht ist auch tierisch tief. Ja, was ich jetzt vorhabe, folgendes, wir machen uns einfach mal, deswegen habe ich das Bett ja jetzt geholt, auf den Weg rüber in das Flachland. Und dort werden wir mal schauen, ob wir ein paar Schafe finden, um uns ein Bett zu machen, ein weiteres Bett, damit wir eins hier lassen können und eins auf die Tour mitnehmen können. Und dann erkunden wir die Umgebung, schauen mal, was so drum ist und hoffen mal, dass wir irgendwo Lava finden. Ansonsten habe ich mir auch schon überlegt, könnten wir uns natürlich weiter runtergraben, also den Schacht weiter ausgraben. Na, komm schon, du kannst das. Den Schacht weiter ausgraben und irgendwo unten werden wir ja wohl auf Lava treffen. Was wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten, ist einen Wassereimer mitzunehmen. Also jetzt gleich einen Eimer basteln. Ja, da oben ist ja ein Crafting-Tisch, da können wir mal einen Eimer dran basteln. Was ich eigentlich auch wollte, habe ich jetzt ganz vergessen, das ist, ich wollte hier mal kurz eine kleine Notiz machen. Lass mich mal sehen, ich hatte mir doch vorhin einen Bleistift zurechtgelegt. Wo ist denn der? Moment, dann nehme ich den hier. ein Stück Papier. Lass mich mal kurz, ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Hat wirklich nicht lange gedauert. Minus 100... 94, 88, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und minus 1886, bist du wahnsinnig. Ja, alleine schon deswegen brauchen wir unbedingt den Nether Highway hierher, weil hier, ihr habt ja gesehen, wie der Landweg ist, ne? Also, und warte mal, lass mich mal kurz schauen, wo ich schon mal dabei bin. Ne, ausgerechnet in die Richtung, wo halt Flachland ist. Ist es weiter weg vom Netherportal? Also, es ist in dieser Richtung ungefähr, ist unsere Hütte, also ist Honky Island. Denn Honky Island ist ziemlich nah bei den Koordinaten 0,0. Warte mal, ich wollte ja mal, ich wollte zwei Dinge bauen. Also einmal könnte man mal ein Boot basteln, weil wir gleich übers Wasser müssen. Und dann könnte man... Was ist das heute mit den Recipes unlocked? Ich verstehe es nicht. Und dann könnte man mal das machen. Ja, die lege ich am besten mal rein. Das mache ich bald wieder schön. Aber für jetzt erstmal kleiner Spaziergang durch die Gegend. Würde mich wundern, wenn diese Höhle keine Verbindung zu Stronghold hätte. Und ich bin versucht, sie auszugraben. wir sind hier auf Level 64 natürlich, ne? Wasser. Das könnte das einzige Problem sein bei meinem Vorhaben. So. Ja, Koordinaten habe ich notiert. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier in der Nähe auch irgendwas finden. Also ihr habt gesehen, in Richtung Heimat ist es ungemütlich, zu Fuß zu gehen. In der Richtung hier, seltsamerweise, ist unsere Heimat eben nicht. So wie ist das Glück des Minecraft, das halt will. Ich meine, schon mal irgendwann, ja, natürlich, man hat manchmal Glücksfälle, ne? Also die Stronghold jetzt mehr oder weniger Glücksfall, die war ja extrem friedlich, muss man sagen. Ganz wenig Creeper-Kontakt.
Ich habe ja nun auch Videos von Let's Playern gesehen, die wirklich Hardcore-Probleme hatten, und zwar nicht im Hardcore-Modus, sondern halt im ganz normalen Survival-Modus Hardcore-Probleme hatten mit ihrer Stronghold. Und da sind wir hier doch wirklich gesegnet. Ich dachte schon, da vorne der Gravel, habe ich gedacht, das wäre, obwohl es ist immer noch, nee, heute mal nicht. Guck mal da, eine braun-weiße Kuh, die könnte man mal nehmen. Die rosa Kühe da drüben, die könnten ein wunderschönes rosa Bett ergeben. Nein, das sind nein, also Schafe meine ich natürlich. Ja, da geht sogar noch mein Gag flöten. Ich nehme mal hier diese Blume mit. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil ein Oldschool-Bett haben wir ja schon. Wäre ja nun sehr, sehr schön, wenn wir auch noch ein Newschool-Bett mit meiner Lieblingsfarbe, nämlich Blau. Ich mag natürlich auch schwarze Betten. Aber gibt es hier auch irgendwo mal, ich sehe weiße Pferde. Ich träumte von weißen Pferden. Schönes Lied von Georg Danzer, glaube ich. Ja, also Musik mit deutschem Gesang oder auch Sprechgesang, wie zum Beispiel Deichkind, sehe ich ja immer als Gastmusik so ein bisschen kritisch, weil, ach du schöne Sache, da konkurriert die Gesangsstimme oder die Sprecherstimme dann mit meiner Stimme, verstehst du, was ich meine, ne? Um die Aufmerksamkeit, und es geht mir nicht unbedingt um die Aufmerksamkeit, aber es irritiert die Leute doch schon gar sehr und sogar mich halt beim Probeanschauen des Materials. Ich denke dann manchmal so, worauf soll ich mich denn konzentrieren jetzt? Auf zum Beispiel halt die geilen Texte von Deichkind oder halt auf den geilen Scheiß, den Sonny da erzählt, ne? Oder Honk. I hope you understand what I mean. Was ist das denn da drüben für eine komische Struktur? Ja, jetzt renne ich hier ganz weit in die Gegend rein. Ja, ich habe ja die Koordinaten, also insofern. Horrido, ach du. Was ist das da? Sieht aus wie ein zerstörtes Portal, aber irgendwie auch nicht. Sieht aus wie ein zerstörtes Portal, auf dem ein Eisengolem mit ausgestreckten Armen steht. Das ist ein zerstörtes Portal. Das ist mir gar nicht so unrecht. Gut gedeiht, nicht? Jetzt schaut euch das an. Alles an einem Ort. Jetzt brauchen wir nur noch Lava. Na. Ach, du willst doch, ne? Du willst das doch. Ja, ich könnte sie auch scheren. Ich könnte mir eine Schere machen. Das wäre vielleicht sogar humaner. Vor allen Dingen, weil hier noch ein kleines dabei ist, das ich jetzt zur Weise mache. Ja. Viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg, mein kleines, süßes Leckerbissen. Also, was haben wir hier? Ja, es sieht nicht, aber den Flint, den kann man gut gebrauchen. Weiß Bescheid, warum? Warte. Ach, guck mal, das kleine Schaf hier, das hat schon... Oh, Digga. So, da brennt mal alles. Hier haben wir noch Crying. Das Obsidian könnte man sich ja eigentlich auch holen. Ne? Warte mal. Ich warte. Das ist ja sogar noch besser, als ich gedacht habe. Wir finden alles an einem Ort. Halleluja. Und der Honk hätte es beinahe nicht gemerkt. Weil er schon wieder an die nächste Aktion denkt. Ja, ist so. Ganz schöne Menge Kram, ne? So. Da oben ist sogar noch ein Goldklumpen drin. Ich bin begeistert. Meine Lieben. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie viel Obsidian wir hier rauskriegen. Ich hoffe, es sind 12 Klötze. Dann wäre die Mission komplett erfolgreich bisher. Und das wäre ganz einfach ganz grandios. Crying Obsidian haben wir dann auch hier, aber nur 3 Klötze. Aber da wir drüben in Honky Island, auf Honky Island noch, ich glaube, ganze 8 Klötze haben. Ich habe mich ja letztes Mal so geschämt, weißt du? Da. Ich will nicht, dass das da im Feuer verbrennt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Warte mal.
ja. Mag ein bisschen Overkill sein, aber besser Overkill als Unterkill. Ich guck mal kurz. Ja, ich werde sowieso alles abbauen, ist klar, ne? Das ganze Obsidian muss hier in meine Tasche, ist klar. Aber vorsichtig, es könnte unter diesem Klumpen könnte noch Lava sein. Da würde ich mich gar nicht wundern. Nö, ist aber nicht. Jetzt sei mal nicht so, Honk. Sonny. Jürgen. Da habe ich neulich gerade im Hogwarts Let's Play gesagt, wenn du dich bei mir unbeliebt machen willst, dann nenn mich Jürgen. Dann hast du gleich schon mal verschissen. Ja, warum magst du deinen Namen nicht? Aus zwei verschiedenen Gründen, die ich vielleicht irgendwann mal erklären werde, wenn ich Lust darauf habe. Ach so, das Crying Obsidian lässt auch noch Tropfen fallen. Guck mal, ist mir gerade so aufgefallen. Ja, das Crying Obsidian, da hätte ich aber gerne irgendwie so eine Art Lore. Also es gibt ja einige YouTuber, einige Minecraft-YouTuber, die sich sehr verdient gemacht haben, um das Herausstellen der Lore des Spiels, ne? Also was hier so, was die Geschichte sein könnte, die hinter dem Ganzen steht. Und da ergibt einiges wirklich extrem viel Sinn. Und ich denke dann so, also wahnsinnig gut durchdacht. Aber zum Beispiel das weinende Obsidian, ich glaube, da hat noch niemand was drüber gemacht. Ja, also ich kann hier ja mal gerne, also vielleicht nicht jetzt, aber ich kann gerne mal irgendwann so eine Folge machen, wo ich halt, weißt du, ist mir jetzt mal Wurst. Das ist mir jetzt mal Wurst, da kommt jetzt einfach ein Klotz rein und fertig. Ach, ich habe ja noch gar nicht das Bett fertig gemacht, das ich eigentlich bauen wollte. Das könnte ich ja eigentlich mal machen, weil, siehst ja, irgendwie wird das langsam, das Klima, das wird irgendwie langsam ein bisschen komisch. So, da haben wir dann auch grün, blau meine ich, aber was, grün und blau, ja, super. Kack die Wand an. Was hat der gerade gemacht? Digga, ja, also ich kann das Bett ja noch später färben. Ich hoffe mal, habe ich den Crafting-Tisch jetzt zu Hause gelassen? Den zweiten? Ja, ich habe den zweiten Crafting-Tisch habe ich oben gelassen. Okay, jetzt aber schnell, Digga. Sonst... kann man nur so oft sich verklicken und Blödsinn machen? Okay, wenigstens ist es noch... Nein! Man kann nicht aus unterschiedlichen Wollfarben ein Bett machen. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ja, ein ganz kleines. Würde ich doch sagen. King of the Hill. Das ist die Rache des weisen Schafes. Ja. So, eigentlich... Ah! Entschuldigung. Warum sollte man das tun? Das tut dem armen Tier doch weh! Gut, also ich traue mich jetzt hier nicht weiter Obsidian abzubauen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum nur habe ich das getan? Und ich hätte wahrscheinlich den kompletten Stack Wolle färben können, wenn ich nicht... Ja. Okay, okay. Ich bin mir gar nicht böse. Nein. Wirklich, miau. Das muss ich aber die ganze Nacht verbringen. Schaf, Wachs. Ich brauche noch eine weiße Wolle. Nee, ich werde lieber die andere dann mal blau färben. Hätte doch wunderbar geklappt. Ja, aber an sich Dinge gleichzeitig denken, ist irgendwie nicht gesund, ne? Da kommt schon Creeper. Da kommt die kleine Creeper-Sau angelaufen. Moin. Brenn. Brauchen wir einen Skeletor. Sieht
zerfallen zum Glück zügig. Ich werde mal hier so ein bisschen durch die Gegend laufen. Ich werde mal hier ein bisschen nicht durch die Gegend laufen. Nein, nein, nein. Das Schaf ist ausgewachsen. Ich könnte also theoretisch quasi praktisch. Aber warum sollte ich denn? Ja, leider keine blauen Blumen in der Nähe. Ich überlege gerade, ob ich diese Truhe hier wieder hinstelle. Vielleicht findet man sie ja irgendwann mal wieder. Dann könnte ich da nämlich den... Habe ich überhaupt Abraum? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist es alles gut, was ich habe. Weißt du was? Dann renne ich tatsächlich mal wild in die Gegend. Da haben wir eine. Ich habe eben noch einen Creeper gesehen. Ah, da. Der versteckt sich, der kleine Drecksack. Guck mal. Fall um, du kleine Sau. Und schaut mal. So. War das gut oder war das gut? So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie auf dem Rückweg in irgendwas Feindliches reinrennen. Und dass wir jetzt nicht beim Craften überfallen werden. Okay. Okay. Now we are talking. Zum Glück noch drei Bretter am Start. Als wäre es geplant. Na? Halleluja! We are on the right track again, my friends and enemies, maybe also. So, jetzt geht's weiter mit dem Abbau dieses Portals. Ich habe den Dreck weggeworfen, ne? Und der ist jetzt hier hinten despawned. Na super. Stattdessen kriegen wir Knochen. Nee, aber das will ich jetzt gar nicht. Wir haben noch irgendwo eine Schaufel, oder? Nö, haben wir nicht mehr. Okay, alles klar. Ich brauche ein bisschen Erde. Ah, oh, Hallöchen. Ich sehe dich, du kleine Kackwurst. So, komm mal her. Ja. Stopp. Ich nur die Erfahrungspunkte. So, wenn ich schon seinen dämlichen Sprengstoff auch bekommen habe. Schon wieder Level 13. Ist doch schön. Ja. Wir brauchen Dirt. Aus einem bestimmten Grund. Warte mal. Die brauchen wir erstmal für eine Weile nicht. Wir brauchen Dirt, nämlich ich will mich da hochbauen zu dem Goldklumpen. Ich mache doch jetzt extra nicht eine Schaufel. Guck mal, Endermann, die alte Drecksau. Läuft da hinten rum. Der will mir doch nur Dirt geben. Der ist doch eigentlich ganz lieb, ja. Er hat gesehen, wie ich hier heldenhaft die Nacht überstanden habe und denkt so, dem muss ich helfen. Der ist nämlich ganz toll. Können wir Freunde sein? Nee, du bist mir zu creepy, Digga. Hier haben wir noch eine ganz normale, fast abgeranzte Spitzhacke. Ja, natürlich bleibt das da oben liegen, aber das ist mir mal völlig egal. Ich hoffe, unten ist kein Feuer irgendwo mehr. Na, Endermann. Was läuft denn da in der Hand rum? Das sieht aus, als hätte er da Wolle. Vielleicht will er mir die ja schenken und sagt so von wegen, du hast vorhin Bettwolle gebraucht. Ja, ich bin ganz lieb. Nein, wie gesagt, du bist mir zu creepy, Digga.
Ja, haben wir jetzt, wir haben Obsidian, wir haben, und zwar genügend, wir haben ein zweites Bett. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Kohle. Ja, wie immer in meinem Leben. Ja, alles andere ist leicht zu kriegen in meinem Leben. Also Realwelt, nur die Kohle. Daran hapert es immer.